Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Gunsmith-Teil. Dieses Mal, wir hatten 24 Stunden Quest-Block sozusagen, sind wir bei Gunsmith Part 6. Wir sollen eine AKM bauen. Das ist deswegen so geil diesmal, weil wir dann endlich den Recoil-Pad bekommen, womit wir unsere AKs verbessern können. Wie wir das machen? Wir gehen zu Prapor, gehen aufs Trading, gucken uns die Waffen an und kaufen uns eine Standard-AKM für 43.000 Rubel. Das habe ich schon gemacht und dann bauen wir sie so zusammen. Das erste, was wir machen, ein AK-100 Handguard. Dafür müsst ihr hier vorne den Break weg machen. Das hier könnt ihr so lassen. Wir machen das Bastion Cover ran. Das Bastion Cover ist das günstigste, was ihr bekommen könnt. Da kann alles ran. Wir nehmen den RP1 Charging Handle für die Ergo Stats. Wir nehmen das Short Keeper Arms Mount. Das ist das Keeper Arms Short Mount Side Adapter, damit wir den Prism 2,5 darauf bekommen. Wir nehmen den Standard AK-Stock, das ist der SB7, den habt ihr bei Tradern Level 1. Und das hier ist das teure, ihr müsst ein Recoil-Pad drauf machen für die Stats. Ihr könnt natürlich andere Hintergriffe, Vordergriffe nehmen, dann wird es aber noch deutlich teurer. Deswegen, das hier müsst ihr einmal auf dem Flea kaufen, 60.000, 70.000 Rubel. Tut ein bisschen weh, aber wir wollen vorankommen. Scorpius Foregrip. Dazu ein Gen 3 Magazin. Da müsst ihr aufpassen, nicht die falschen nehmen, sondern nehmt einfach das dunkle, wie ich es gemacht habe. Hier braucht ihr nichts drauf machen, das ist nur Unterlaufgranatwerfer. Den Shift Tactical Foregrip, der ist teuer, der kostet 60 bis 90k auf dem Flea. Wenn ihr ihn durch Zufall irgendwann findet, mega, wenn nicht, dann auf dem Flea kaufen. Dazu den DT Hybrid Schalldämpfer Aufsatz und den DP Hybrid 46. Den könnt ihr theoretisch auch bartern, wenn ihr mal guckt. Den kriegt ihr bei Mechanic für immer noch 3 Rams mittlerweile. Das ist sogar deutlich günstiger, als ihn zu kaufen. Das heißt, wir kaufen uns hier die Rams einmal kurz, gehen auf Filter. Wir wollen ja ein bisschen Geld sparen. Und dann könnt ihr ihn auch schon trainen. So, das haben wir jetzt einmal fertig. Wir haben den sowieso schon. Und schon habt ihr die AKM, könnt sie abgeben bei Mechanic und seid beim nächsten Gunsmith. Gunsmith. Ort 6 und auf zu Part 7.